Dass du das Video hier angeklickt hast, das hat mit Sicherheit einen Grund. Und die Frage ist, warum? Ich glaube, dass dieses Warum dir helfen kann, weil es alles bei dir beginnt. Und der Kurs hier trägt den Titel Süchte überwinden, so fresh and so clean. Und ich kann davon ein Liedchen singen. Ich kannte einen jungen Mann, dem ich sehr gut helfen konnte. Und er hat 15, fast 20 Jahre lang gekifft, jeden Tag. Der hat sehr viel Tabak geraucht, er war sehr viel feiern, sich nächtelang auch mit chemischen Drogen völlig verloren und abgeschossen. Und ich sah in dem Riesenpotenzial. So, der hatte ein riesengroßes Herz, der hatte eine ganz große Vision. Und er hat sich selbst so hart limitiert, weil er oft nicht an sich geglaubt hat und weil er durch seine Sucht immer wieder den Fokus und die Energie in eine destruktive Richtung kanalisiert hat. Und mir das anzuschauen war ziemlich schwer, weil der so viel Potenzial hatte, genau wie du im Übrigen auch. Und der hat sich befreit durch eine Entscheidung, einen neuen Weg zu gehen, in Klarheit, in Selbstbestimmtheit. Und dieser Mann war ich. Und weil ich das geschafft habe und weil mir das so viel gebracht hat und mein Leben so nachhaltig verändert hat, mache ich diesen Kurs letztendlich für dich. Und es führt zum ersten Satz. Es hat bestimmt einen Grund, dass du das Video hier angeklickt hast. Weil in dir etwas helfen möchte, dass du dich auf die nächste Stufe entwickelst, dass du deinen nächsten großen Step gehst. Und dieses Warum, der Grund, dieses Video anzuklicken und der Grund, aufzuhören mit was auch immer, dieses Warum wird dir stark helfen. Und ich will dich in diesem Kurs gar nicht zutexten mit irgendwelchen philosophischen Theorien, das in dem Wort Sucht Suche steckt und was du vielleicht noch suchst und so. Ich will dir einfach einen Weg daraus zeigen. Weil mir das damals vor 15 Jahren so geholfen hätte, als ich jeden Tag meine Bon geraucht habe und mich eigentlich doch nur betäubt und abgelenkt habe und so viel mehr in mir gesehen habe und mich oft sehr, sehr klein gefühlt habe. Dann habe ich mich zum Opfer gemacht gegen die Polizei, gegen das System, gegen die Gesellschaft. Doch all das führt dich nur noch weiter in dieses klein gehaltene Ich. Und du bist groß. Und ich will dir zeigen, wie großartig du bist und zu was du in der Lage bist. Das beginnt letztendlich, dass du beginnst, deine eigenen Stärken wieder anzuerkennen. Und das, was dich in deine Sucht geführt hat, sei das vielleicht Kiffen oder zu viel Rauchen oder zu viel Feiern oder zu viel Shoppen oder zu viel an deinem Handy oder was es auch sein mag, das kann dich auch daraus führen. Das sind nämlich konkret und einfach gesagt Bedürfnisse, die dich dahin geführt haben. Zum Beispiel dein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Selbstbestimmtheit, dein Bedürfnis nach Liebe oder vielleicht sogar nach Abenteuerlust. Wir werden in den nächsten Videos rausfinden, welches Bedürfnis dich in deine Sucht geführt hat. Und dann finden wir einfach gemeinsam einen Weg, wie du das Bedürfnis selbst befriedigen kannst. Auf eine gesunde Art. Und dann gibt es Alternativen, die sehr viel gesünder sind. Und wichtig ist vor allem, dass du verstehst, dass du nicht alleine bist. Deshalb mache ich das Video, deshalb mache ich diesen Kurs für dich. Ich glaube, dass der für fast alle Süchte anwendbar ist. Außer vielleicht bei ganz schwerer Drogensucht von harten Drogen oder Alkohol, die medizinisch begleitet werden müssen. So. Wenn es keine dieser Süchte sind, die von medizinischer Hilfe begleitet werden müssen, dann ich reiche dir so die Hand und ich glaube, wir schaffen es gemeinsam, wenn du bei dir beginnst. Und wenn du verstehst, dass du alles selbst erreichen und manifestieren kannst. Mir persönlich hat geholfen, den Ausblick auf das zu richten, was ich gewinne. Und nicht damit zu beginnen, was ich für Entbehrungen zu leisten habe, was mir ab jetzt genommen wird oder wo ich nicht weiterkomme, sondern nur darauf zu schauen, was ich gewinne. In meinem Fall war das, endlich stressfrei Auto zu fahren und auf Tour zu sein und ein erfolgreiches Leben zu führen und viel Geld zu haben und ohne Stress mit Cops in meinem Auto zu sitzen, ohne daran zu denken, wie viel Ärger ich kriegen könnte, wenn irgendwas passiert. Endlich frei zu sein, jeden Tag frei zu sein, selbstbestimmt zu sein, aufzustehen und klar zu sein, vor allem morgens im Kopf wirklich klar zu sein. Und ich habe so viele Gründe gefunden, die mich aus meiner Sucht geführt haben. Und ich will dir jetzt in den nächsten Videos, in den nächsten Teilen einfach zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, was mir geholfen hat. Ich erkläre dir die verschiedenen Suchtphasen, die du vielleicht durchlaufen wirst. Wenn du zum Beispiel mit dem Kiffen aufhörst, gibt es drei elementare Phasen, die man kennen sollte, weil wenn du sie kennst, dann kannst du dich darauf vorbereiten, dann kannst du sie besser handeln. Dann werde ich dir psychische und physische Tipps mit auf den Weg geben. Ich will dir einfach zeigen, wie es mir gelungen ist. Und vielleicht hilft es dir. Das wäre mein größter Wunsch. Deswegen ist der Kurs gratis, deshalb ist der auf allen Kanälen verfügbar, weil ich einfach ein Stück weit
von dem, was mir geholfen hat, preisgeben möchte, um dir zu helfen. Und nochmal, das beginnt bei dir. Und ich empfehle dir jetzt als allererstes, bevor wir wirklich mit dem Kurs und dem ersten Teil starten werden, dir zu überlegen, was du gewinnst. Was bekommst du, wenn du jetzt aufhörst mit dem, was du gerade vielleicht zu viel tust? Und dann freu dich darauf. In den nächsten 3 Tagen kommt das nächste Video. Und dann gehen wir einfach in den Entzug gemeinsam. Und zwar mit Vorfreude. Nicht mit der Angst oder dem Gefühl, dass wir was verlieren, sondern mit der großen Vorfreude auf ein neues Leben. Und du darfst dich bis dahin nochmal ganz, ganz safe entscheiden. So, dieses Video, das nächste Video, kommt auf meinem YouTube-Kanal in 2 Tagen. Du kannst den Kurs aber auch komplett auf meiner Homepage anschauen. Der ist im Bereich Shop auf seomusic.de. Und dann klickst du einfach auf So Fresh and So Clean und kannst ihn gratis komplett anschauen. Und dann möchte ich aber auch, dass du dich entschieden hast, weil es die Grundvoraussetzung ist. Wenn wir uns entscheiden, dann folgen Taten. Und eine echte Entscheidung wird daran bemessen, ob du Taten folgen lässt. Und wenn keine Taten folgen, ist es keine echte Entscheidung. Und die Samurai hatten dafür früher einen wirklich schönen Begriff. Dieser Wortstamm Entscheidung stammt daher, dass ein Samurai sein Schwert aus der Scheide zog. Und er hat es nur gezogen, wenn darauf etwas passierte. Er entschied das Schwert erst dann, wenn was folgte. Er fuchtelte nicht nur damit rum, sondern er ließ Taten sprechen. Und so lade ich dich ein. Lass uns Taten folgen lassen. Und deswegen geht es im nächsten Video um den Entzug, den wir gemeinsam vollziehen werden. Dann geht es um deine Stabilität. Dann geht es im 3. Video um neue Wege. Und dann habe ich ein Spezialvideo, wie du schaffst, von Kaffee und Zucker wegzukommen. Denn das war so mein Endgegner. Also ich habe es geschafft, von den Drogen wegzukommen, vom Kiffen wegzukommen, von Grasrauchen, von Tabak und jetzt letztendlich von Zucker und Kaffee. Was der Shit ist. Es ist richtig, richtig schön. Ich kann es nur empfehlen. Ich weiß, es mag jetzt unrealistisch und seltsam klingen. Man sagt sich, Alter, das ist echt viel gewollt. Aber ich kann es empfehlen. Es ist wirklich schön. Es sorgt für Klarheit, es sorgt für Freshness, es sorgt für Wachheit, es sorgt für Präsenz. Es verändert dein Leben nachhaltig. Und ich bin selbst betroffen, deswegen kann ich es dir wirklich aus offenem Herzen empfehlen und sagen. Also lass uns gemeinsam den Weg gehen, wenn du Lust hast. In 2 Tagen auf diesem Kanal, hier beim nächsten Video oder auf meiner Homepage seomusic.de im Bereich Shop auf So Fresh and So Clean. Und ich glaube dann, dass du deine Entscheidung richtig triffst für deinen neuen Weg. So Fresh and So Clean. Du hast zu viele Fehler gemacht und dich vor vielem gesträubt, hast oft später gedacht und dich ziellos betäubt. Du hast vieles bereut, enttäuscht und verleugnet, hast Gott oft gefragt, was Erleuchtung bedeutet. Hast nachts voller Zorn oft gefragt, was du kriegst, hast die Fassung verloren, hast gelacht und getrickst. Hattest Angst, dass du fast an den Lasten zerbrichst und genau deshalb bist du alles, was ist. Du lagst wach und hast dich klein und einsam gefühlt. Hast im Kampf um dein Ziel oft alleine gespielt. Hast die Zweifel geschürt, deine Träume verdrängt. Hast geweint und dich wie stumm erneut abgelenkt. Hast die Freude verschenkt, dich vom Leben entfernt. Durch das Ego den Fehler erst später gelernt. Hast dein bebendes Herz neben Liebe und Angst verkrampft in dem Kampf hinter Kriegen verschanzt. Weil du bist, wie du bist, weil du leidest und weinst, weil du durch deine Demut die Seiten vereinst, weil du zweifelst und gleichzeitig fliehst vor der Tiefe, bist du ein Krieger der Liebe. Du bist ein friedvoller Krieger der Liebe. Schließ den Kreis und verbinde die Linie. Zwischen Schatten und Licht bist du alles, was ist. Mein Krieger der Liebe. Du bist ein friedvoller Krieger der Liebe. Schließ den Kreis und verbinde die Linie. Zwischen Schatten und Licht bist du alles, was ist. Meine Kriegerin.